Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch jetzt vielleicht, es klappt aber schnell. Seeleute fragen sich sehr oft, wo soll die Fahrt einst enden? Ist es am Meeresstrand? Ist es in rauen Wogen? Ist es im Heimatland? Wo werden die Motoren versagen ihren Lauf? Endlos sind jene Meere. Keinem der Chöre würde es Spaß machen, hier auf der Bühne zu stehen und zu singen, und sie sind nicht da. Das geht nicht. Sie sind der wichtigste Bestandteil einer solchen Veranstaltung. Und ich glaube, dass die Gentlemen hier hinter mir noch einen kräftigen Applaus für unser Publikum übrig haben. Danke auch an die Werbegemeinschaft
hier zu stehen. Und ich gucke so leicht nach rechts an den Verantwortlichen dieser Werbegemeinschaft, Herrn Leon Finger. Ich danke, dass wir heute hier sein durften. Und ich habe noch eine Vision, dass diese Veranstaltung vielleicht zu einer Einrichtung wird, die vielleicht jährlich stattfindet. Wir haben in Kamen das einmal durchgeführt. Ich habe dem Bürgermeister von Kamen diesen Vorschlag gemacht und seit 10 Jahren machen wir das in Kamen. Und überall, wo diese Lieder, dieses Lied gut gesungen wird, stellen wir fest, es ist ein Publikum dafür vorhanden. Es gibt viele Menschen, die dieses maritime Lied gut lieben. Und die meisten Schenkelchöre haben sogar inzwischen Weihnachtskonzerte. Man kann sich kaum vorstellen, dass ein Schenkelchor ein Weihnachtskonzert macht mit maritimen Weihnachtsliedern. Nicht auf der Reeperbahn nachts um 1:30, sondern maritime Weihnachtslieder. Und die Kirchen bei solchen Veranstaltungen sehen, wie viele Termine habt ihr im Dezember? 20 Termine mit Weihnachtskonzerten. Meine Damen und Herren, natürlich möchten wir uns auch musikalisch von Ihnen verabschieden. Kein Seemannslied. Nein, etwas ganz anderes. Der Bergbau war einmal in unserer Region eine ganz wichtige Sache. Der Bergbau war mitverantwortlich für den Aufbau unseres Landes. Das große Zeckensterben ist fast vorbei. Ich glaube, es gibt noch 2 Zecken, wo so ein bisschen Kohle gefördert wird. Aber eins wird bleiben. Solange es Bergleute gibt, solange es Knappenvereine gibt und solange es Menschen gibt, die sich mit der Ruhrkohle und mit dem Bergbau identifizieren, wird es ein Lied geben. Ein Lied, das wir jetzt zum Abschluss singen werden. Und ich habe mal vor vielen Jahren eine Vision gehabt. Ich habe mir gesagt, wer reden kann, wer hören kann und wer sprechen kann, der kann singen. Das ist bewiesen. Nur der Wille ist manchmal nicht vorhanden. Und jetzt zeigen Sie mal, dass Sie mitsingen können. Wir verabschieden uns von Ihnen mit dem Bergmannslied. Eins vergessen, die letzte Strophe des Bergmannsliedes ist eine gewisse Behauptung, dass Bergleute Schnaps trinken. Sie sehen, die Vorbereitungen werden getroffen und ich bitte die anwesenden Sänger, diesen Schnaps erst bei der letzten Strophe. Eine Film. Also, ich weiß nicht, kann man einen Schnaps nicht einmal stehen lassen? Glück auf, Glück auf.
Die da kamen, das Silber und das Gold, beide Nacht. Die da kamen, das Silber und das Gold.